Sehr schön. Rechts war unter Umständen noch die Decay-Münze. Aber übersehen. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, nach links, nach links. Ah, zurück. Rechtshütte. Ach, vergessen wir den. Keine Lust drauf. Dann kommt das hier als nächstes. Da komme ich nicht weiter. Was ist das rechts? Ah, ich glaube, das ist schon der Endgegner. Ja gut, mache ich es noch. Fässer-Fiasko und dann noch ein Endgegner. Und dann aber Pause. Haha. Geile Kombi. Und ich bin wieder ein Elefant. Der sogar Krokis kaputt machen kann. Supi. Und ich schlürfe ein wenig. Und schieße ab. Und mit L holt man sich Wasser. Mit R schießt man. Und so macht man das dann. Kein Bonuswasser mehr. Keine Lust drauf. Ich schieße runter, wenn das geht. Geht das? Yeah, ich hab's genau gehört. Die Stimme hat sich nicht verändert. Seit dem ersten Teil. Wie kann ich denn jetzt... Ich brauche das früher oder später auf jeden Fall, deswegen hätte ich es gern gewusst, jetzt wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es geht. Scheiße, wie geht es? Ich drücke L, R. Okay, vielleicht mit X. Mit A. Mit B, schon mal gar nicht. Ah, mit der letzten Taste hat es natürlich geklappt, mit Y. Sehr witzig und ich bin so blöd. Hilfe. Immerhin weiß ich jetzt, wie es geht. Das ist sehr hilfreich. Boah, kann der weit von Weitem das machen. Und jetzt muss ich mir nämlich eine Brücke bauen. Ich bin der Brückenbauer Elefant. Ich reise durch das ganze Land. Und ich hole mir jetzt die Decay-Münze. So ging das. Sehr schön. Gut. So, ich möchte hier durch. Vergessen was. Schwein gehabt. Ich bin ein wenig gelangweilt von diesem Level. Deswegen schampe ich jetzt einfach durch. Supi. So. Oh, knapp. Ja, was heißt gelangweilt? Ist halt ein bisschen eintönig. Die Levelstruktur hat fast schon ein bisschen wenig Komplexität. Wunderbar. Supi. Komme ich jetzt unten durch? Ah, sehr schön. Geh, jawohl. Das war das Geh. Schießen wir erstmal die ab. So, jetzt da drauf. Ah, ich glaube, ich brauch's gar nicht. Da, bitteschön, hast du. Das war's mit dir. Hier ist nix. Gut. Success. Dann kommt jetzt wohl der Endgegner. Arichs Hinterhalt. So, eine Riesenspinne. Und das Design der, also die Struktur des Endgegners, die hat mir in Teil 2 besser gefallen. Mehr Dreidimensionalität. Und nicht hier einfach ein kleiner Raum. Und ein Gegner, der immer dasselbe macht.
So, das ist easy. Also die Spinne hat ein Spiel drauf. Sie hat zwar riesige Stoßzähne, warum auch immer. Und kann mit sonst welchen Gift da spucken. Boah. Aber gefährlich wird sie mir dadurch nicht. Dabei hat sie Potenzial. Man hätte was draus machen können. Vielleicht hat sie ja nochmal einen Auftritt in Donkey Kong Country Returns. Nö. Schade. Sehr blöd. Ich wusste nicht, dass mich ihre Füße auch noch kaputt machen können. Und deshalb muss das Kitty jetzt alleine schaukeln. Ich weiß nicht, ob er das kann, weil er das Fass so komisch hält. Und besonders so klappt das nicht. Wow, knapp. Na gut. Nächster Versuch. Geht's hier ganz rechts. Sieht so aus, sehr schön. Wow, Schwein gehabt. Und ich kriege einen Flicken. Den kann ich eintauschen. Ich weiß aber nicht mehr gegen was. Damit wäre Level 2 schon geschafft. Ich bin wirklich schnell. Dann gucken wir uns mal Blunders Bude an. Ich beobachte dich schon seit einiger Zeit, Kitty. Ich heiße Blunder, doch du darfst mich so wie nennen. Du meinst also, du findest alles in diesem Spiel, dabei kennst du noch nicht einmal die verlorene Welt. Ja, hier gibt's auch eine. Da habe ich mich wohl verblabbert. Yes, hier gibt's eine. Wie in Teil 2. Und wie in Teil 2 habe ich sie noch nie gespielt. Deswegen bin ich sehr gespannt auf sie. Aber jetzt, was jetzt kommt, jetzt brauche ich ein neues Gefährt. Weil ich nicht über diese Steine kann. Zu den nächsten Leveln. Ein Flicken abgefahren. Schau, genau den suche ich. Nix, schau. Ich lese wieder Sachen. Jo, in ein paar Sekunden habe ich das abgedrehteste Gefährt, das die Welt je gesehen hat. Und das schafft er wieder wunderbar schnell. Boah, ganz geschafft kommt er wieder an. Und dann kann ich wieder das Hovercraft holen. Aber zuvor speichere ich mal eine Runde. Denn das war's für heute. Und sie spielt einfach Nintendo 64. Was ist das für ein Spiel? Zelda? Keine Ahnung. Die hätten ruhig noch ein bisschen mehr Werbung machen können. Was ist denn da auf dem Bild im Hintergrund? An der Wand? Keine Ahnung. Ah, das könnte Cranky sein. Aber ich bin nicht sicher. Und voll 36 Minuten. Ich habe viel länger gespielt. Ja gut, das sagt nicht viel aus, diese Statistik. Ja, dann gehen wir hier weg. Wir speichern mal. Und ich begrüße euch. Ich sage ciao. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.